Jo, meine Freunde, was geht? Herzlich willkommen bei Cake TV Uncut. Alpha Kevin ist relativ hart getriggert, dass ich ihn in einer Reaction kritisiert habe. Kommt anscheinend nicht so gut damit klar und hat sich entschieden, ein komplettes Video gegen mich zu droppen. Naja, wir gucken auf jeden Fall rein. Ich muss hier dazu sagen, ich habe es übrigens gestern schon gesehen, aber auch nicht komplett, sondern ja, TJ hat drauf reagiert. Ich war da halt im Streamchat mit dabei, habe jetzt aber da nicht alles aktiv verfolgt. Fides kann uns letztendlich dazu bringen, die zu verletzen, die wir eigentlich lieben. Ich finde dieses Video von Alpha Kevin so unfassbar schlecht. Also ich weiß nicht, was mit dem los ist. Ob er da einfach nur ABK die Eier lutschen möchte oder Ich so. mach mal die Aber es ist Kamera ja so dumm, runter. was er in diesem Video sagt. Also Real Talk. Das ist das erste Video, glaube ich, von Alpha Kevin, was ich halt disliken muss, aber das muss einfach sein. Das kann unglaublich verletzend und auch beschämend sein. Okay, man darf also keine Videos mehr disliken, wenn man cool mit jemandem ist. Dann weiß ich ja Bescheid, Bro. Nein, aber jetzt mal ernsthaft, ich habe ja letztens ein sehr kontroverses Video rausgehauen, was irgendwie besser ankam, als ich es gedacht hätte. Also dickes Dankeschön an der Stelle, ihr habt ja das Video wirklich des Todes geliked. What the fuck? Ich frage mich gerade auch warum. Ich habe nämlich bei Ach, diesem Digga, Video. das ist auch so dumm, das irgendwie als kontrovers hinzustellen alleine. Ja, okay, du hast ein paar größere Streamer kritisiert. Also TJ steht sowieso immer mal wieder in der Kritik. Ist jetzt nicht so, als wenn das der positivste YouTuber der Welt wäre. Außerdem hast du ja zumindest versucht, das alles mit Argumenten zu belegen. Also ich finde immer so dieses, ja, es war ja so mega kontrovers, weil ich da angesprochen habe, aber ich habe mich getraut. Halt so wack, weil es war überhaupt nicht kontrovers. So jedes Video, was ich über ABK mache, ist kontrovers. Jo, vor allem auch positive YouTuber kritisiert und mich nicht nur gegen ABK aufgestellt, um gegen ihn zu hetzen. Womit ich natürlich wahrscheinlich viel mehr Anklang gefunden hätte, dachte ich zumindest. Also es tut mir leid, wenn für die ein oder andere die einzige Erwartung war, dass ich jetzt gegen ABK die ganze Zeit fronte, aber ich wollte einfach mal ein objektives Video zu der ganzen Thematik machen, weil es mich schon länger gestört hat. Und ich muss euch auch ganz ehrlich... Neutral du in das Video gehst, also wenn ich jetzt irgendwas kritisiere an dem Video, ist es direkt nicht neutral. Also ich darf jetzt quasi meine Meinung nicht sagen, weil egal was ich sage, ich muss halt jetzt einfach auf seiner Meinung sein, so. Verpiss dich. Ich sagen, ich stehe voll und ganz hinter diesem Video. Wer hat das denn letztens gesagt? Ah, stimmt. Ah, das habe ich bei Aline Bachmann drin. Das fand ich auch mega lustig. Das Video kommt aber erst morgen. Da hat auch einer so reingeschrieben in den Chat, ja, du teilst doch aber dein ganzes Privatleben. Hör, ich teile mein ganzes Privatleben gar nicht, Digga. Verpiss dich. Raus hier. Und die anderen könnt auch gehen, wenn ihr das so seht. Video und das widerspiegelt auch wirklich meine eigene Meinung zu dieser Thematik. Okay, Aber ich ich bin muss jetzt 100% neutral. Okay, wir gehen jetzt runter und dann natürlich auch an der Stelle sagen, ich akzeptiere auch jede Meinung, die in den Kommentaren teilweise geschrieben wurde oder die mir persönlich auch noch zugetragen wurde. Von daher ist alles cool. Schreibt auch gerne andere Ansichten in die Kommentare, weil somit sehe ich ja auch andere Blickwinkel, was ja auch irgendwo mein Ziel von meinem Video war. Umso mehr belastend fand ich aber wieder im Gegensatz, dass ich aufgrund dessen, dass ich halt nicht nur gegen ABK gehetzt habe, jetzt plötzlich ein Verschwörungstheoretiker war oder ich halt ein Lutscher von ABK bin. Ob er da einfach nur ABK die Eier lutschen möchte oder so. Excuse me. Woraus zieht Alpha Kevin jetzt den Schluss, dass ich das nur gesagt habe, weil er nicht gegen ABK hetzt? Vor allem auch hetzen. Also nicht einfach nur gegen argumentieren oder ABK kritisieren. Nein, es geht um hetzen, also quasi Lügen über ihn zu verbreiten, um ihn schlechter darzustellen. Digga, das ist doch einfach nicht der Grund. Von mir aus kannst du ABK auch verteidigen, wenn du das halt möchtest. Dann solltest du aber sinnvolle Argumente bringen. Und man hat einfach in dem ganzen Video gemerkt, nichts von dem, was du gesagt hast, hat auch nur minimal Sinn gemacht. So, also Real Talk, warum ich von diesem Video von Alpha Kevin so enttäuscht war. Das hat sich halt so angefühlt wie, oh, guck mal, wie krass ich bin. Ich traue mich auch, die positiven YouTuber mal zu kritisieren, die sonst immer gelobt werden, weil ich so eine krasse andere Meinung habe. So, also so kam mir das einfach rüber, weil halt einfach die Argumente nicht gut gewesen sind. Und vor allem Alpha Kevin, der ja sonst relativ gute Videos auch macht, der auch argumentativ einige Leute schon hops genommen hat, habe ich da einfach mehr erwartet. Und da war ich halt einfach mega enttäuscht. So, natürlich kann man ABK auch verteidigen. Ich habe ja auch gesagt, dass ich das bei dem Reef-Ding halt genauso sehe. Aber trotzdem waren die Argumente Schmutz. Me, what the fuck? Also schade eigentlich, ich hatte mir da wirklich mehr von dir erwartet, muss ich ehrlich gestehen. Ich dachte eigentlich, dass wir halt cool miteinander sind und nicht öffentlich uns als Lutscher bezeichnen. Ich meine, what the fuck, warum? Also keine Ahnung, warum man sowas droppen muss, nur weil ich jetzt mal nicht der gleichen Meinung Oh bin oder... ja, Junge, Alter, ey. Alpha Kevin, wenn wir uns das nächste Mal sehen, soll ich dir Tampons oder Binden mitbringen? Oh nein, ich hab gesagt, du lutschst bei ABK. Oh Junge, ey, sind wir hier im Kindergarten oder was? Meine Güte, dann hat man halt einen etwas härteren Umgangston irgendwie rausgehauen und du heulst direkt 10 Minuten rum. Wie kann man sowas sagen? Wir sind doch cool. Och, Junge. Ey, ich sag sowas dauernd, das ist einfach in meinem Sprachgebrauch. Ich wusste ja nicht, dass du direkt rumweinst. Okay, dann nehme ich das zurück. Tut mir leid.
ja, dann lutschst du halt nicht bei ABK. Es kommt halt so rüber, als wenn du ihn verteidigt hättest. Oh, ey, also jetzt mal ernsthaft. Meine Güte. Ich bin der gleichen Ansicht bin wie Tim. Nichtsdestotrotz habe ich kein Problem mit Tim. Wir sind trotzdem noch cool miteinander, zumindest sehe ich das so. Und wie auch schon gesagt, jede Person hat eine andere Meinung und die akzeptiere ich auch. Und mein Ziel war es ja wirklich bei meinem Video, dass ich auch mal einen anderen Blickwinkel zeige. Einige haben das auch verstanden und haben mir auch geschrieben, dass sie das noch gar nicht so gesehen haben und haben sich dann auch bei mir bedankt. Das fand ich sehr nice, weil somit wurde meine Intention erfüllt. Und da in meinem letzten Video wirklich sehr viele Fragen aufkommen, warum ich jetzt manche Dinge so sehe, wie ich sie so genannt habe, dem zeige ich es in diesem Video jetzt hier nochmal auf, was ich eigentlich mit meinen gesagten Worten meinte. Fangen wir jetzt mal wieder an mit den Fake-Reaktionen. Ich hatte ja in meinem Video gemeint, dass extrem viele YouTuber oder Streamer sich gedacht hätten, sie müssten sich extra Lost stellen, um in irgendwelche Meme-Combinations zu kommen. Mittlerweile muss man aber sagen, ist das gar nicht mehr so krass der Fall, weil viele Meme-Kanäle haben jetzt gesagt, sie nehmen nur noch die großen Streamer rein und dementsprechend werden die kleineren Streamer nicht mehr so Lost und sind jetzt umso authentischer geworden. Zumindest ist mir das so aufgefallen. Ich habe jetzt keinen Streamer mehr so richtig erlebt, der jetzt wirklich seine Lostness spielt. Und ich hatte ja als Paradebeispiel für das gefakte Verhalten diesen Clip von Rezo eingefügt. Halte mal. So? So? Nein! Doch! An der Stelle muss ich jetzt aber noch ein was erwähnen, was ich persönlich nicht gut gemacht habe. Und zwar habe ich halt Rezo in dieses Video gepackt, obwohl der Typ eigentlich null doppelmoralisch oder auch heuchlerisch unterwegs ist. Das Ganze sieht zwar in meinen Augen und in einigen Augen von euch wahrscheinlich auch aus wie ein ganz klarer Fake und wie ein Schauspiel, aber letztendlich ist das auch bloß eine Interpretationssache. Letztendlich muss sowieso jeder selbst entscheiden, was er dazu sagt und wie er das findet. Rezo selbst hat mich übrigens noch danach kontaktiert und hat mir selbst nochmal gesagt, dass es zwar übel nach Fake aussieht und er sieht das Ganze auch komplett ein, also der meint selber, dass es wirklich Fake aussieht, aber er meinte auch, dass die Situation nicht gestellt war, weil Julian Bam wollte halt im Hintergrund eine Instagram-Story machen und deswegen hat er den Kuchen noch mal ein bisschen höher gehalten. Ja, okay, gut, er hat schon recht, der nimmt tatsächlich da eine Story auf. Pff, ja. Ja, es kommt halt einfach übelst fake rüber, so, ja, Alpha Kevin, also da hat Alpha Kevin halt recht, da muss sich einfach jeder eine eigene Meinung zu bilden. Ich meine, wir werden im Endeffekt halt nie herausfinden, ob die das jetzt extra gemacht haben oder nicht. Ich kann es mir halt irgendwo vorstellen, irgendwo aber auch nicht, um ehrlich zu sein. Schwierig. Ja, ich weiß nicht, ne? Also, ich glaube Rezo aber, um ehrlich zu sein. Also, ich glaube nicht, dass er da in die DMs von Alpha Kevin sliden würde, um sich da irgendwie zu rechtfertigen, wenn es halt nicht so wäre, weil ganz ehrlich, also im Endeffekt juckt es ja auch niemanden. So, ne? Man sagt jetzt halt, ja, okay, war doof von Rezo und da macht er wieder 3 geile Videos gegen die CDU und das Ganze ist gegessen. Ja, kann schon sein, dass er tatsächlich das einfach halt einfach nochmal anders gehalten hat und dann ist die halt rausgeplumpst. Aber es sieht halt echt auf jeden Fall fake aus. Und dann ist der halt runtergefallen. Also macht euch am besten selbst ein Bild, aber ich würde ihn jetzt hier nicht zu den doppelmoralischen oder heuchlerischen YouTubern mitzählen, weil dafür vertritt er seine Meinung viel zu gut. Ich denke jetzt aber mal, dass ihr meine Sichtweise vielleicht ein bisschen besser verstehen könnt und zu den 2 Streamern, die ich unter anderem erwähnt habe. Also ich glaube, das war diese Baby Boosh und diese Fayesh. Dazu brauche ich gar nichts mehr weiter erzählen. Die meisten haben das verstanden, weil die halt mit ihren Sätzen mit Absicht polarisieren wollten, um Reichweite zu bekommen. Und ich möchte jetzt hier auch gar nicht sagen, dass alles, was sie machen, fake ist oder jeder Satz. Ja, aber guck mal, so das Ding ist halt, er hat halt in seinem Video, was ich ja auch kritisiert habe, halt gesagt, jo, guck mal, alle großen Streamer faken halt Sachen, um in diese Compilation zu kommen. Und dann zeigt er halt einen Ausschnitt von Rezo. Streamt Rezo überhaupt aktiv? Er streamt aktiv. Von Rezo und halt 2 von diesen Mädels. Und ich meine bei diesen Mädels, okay, die haben jetzt vielleicht ein bisschen damit gespielt, ja, ich finde unsympathisch heiß oder ich finde Papa Platte heiß, aber das hat TJ zum Beispiel in seinem Stream auch schon gesagt und das sehe ich genauso. Also man darf doch halt sagen, wenn man jemanden hübsch findet, selbst wenn es halt nur so gespielt ist, wenn da halt irgendwer drauf anspringt, dann ist es halt einfach so. Wenn ich jetzt im Stream sitze und sage, ich finde Bibis Beauty Palace heiß, so, dann lande ich auch nicht direkt in irgendwelchen Compilations. Also, inwiefern man da wirklich von gespielter Lostness reden kann, weil es ist ja nicht, es ist schon ziemlich Lost, Papa Platte heiß zu finden, gebe ich schon zu, aber das ist jetzt an sich nichts Lostes zu sagen, ja, ich finde den und den hübsch. So, und klar spielt man dann vielleicht irgendwo ein bisschen damit, da auch Reichweite mit zu generieren. Aber genauso könnte man sagen, ja, wir Meinungsblogger machen das Gleiche. Wir versuchen auch, aktuelle Themen aufzugreifen, nur um halt Klicks zu generieren. Also, ne, Arenes Kaya, dankeschön auch für die 10 Subs. Junge, was läuft denn hier gerade, Alter? Junge, bester Stream ever. Und dann halt auch zu sagen, dass das alle Streamer machen, finde ich persönlich halt schwach, weil hier zum Beispiel, und das ist auch so eine Sache, die ich bei Alpha Kevin einfach allgemein kritisiere. Ich finde, dass er momentan oftmals nicht so tief recherchiert, sondern sehr oberflächlich bleibt. So, er zeigt halt quasi 2 kleine Streamerinnen und sagt halt, ja, alle faken aber ihre Sachen. So, aber cool wäre zum Beispiel mal so ein Vergleich zu sehen, zum Beispiel Trimax heute und früher.
falls man noch irgendwelche früheren Streams findet, aber irgendwelche Aufnahmen gibt es ja safe noch oder irgendwelche Videos von vor 2 Jahren, irgendwelche Best-ofs, was weiß ich, oder von Papa Platte oder sonst irgendwen, um mal so zu vergleichen, okay, sind die heute wirklich mehr lost als früher oder fällt das heute einfach mehr auf, weil halt jemand das Ganze zusammenfasst. Und wenn da dann halt 4-mal Trimax drin ist, geht man davon aus, boah, der ist ja echt da irgendwie in jeder Folge 10-mal drin, obwohl der aber vielleicht auch vorher schon so war. Ne? Und das zum Beispiel finde ich von Alpha Kevin dann halt schwach, dann soll er es halt anders sagen. So, dann soll er sagen, viele kleine YouTuber machen das oder viele kleine Streamer oder die beiden Streamer oder so. Aber sowas finde ich halt immer schwierig so. Ich habe das bei mir übrigens auch in ein paar Videos, dass ich mir hinterher denke, fuck, hätte ich doch noch tiefer recherchieren können. So, ne, das muss ich auch dazu sagen. Also da bin ich auch gar nicht frei. Da gebe ich mir auch den gleichen Kritikpunkt wie Alpha Kevin. Vielleicht nicht ganz so schlimm, aber habe auch manchmal so Streams, habe ich ja schon gesagt, also Videos, wo ich danach denke, ach, Digga, den Punkt stimmt. So, komplett vergessen. Aber deswegen hole ich mir ein Büro und Angestellte, damit ich demnächst Kuchentalks 3.0 hochladen kann. Die droppen einfach falsch ist. Ich möchte wirklich bloß auf die gewählten Beispiele zurückgreifen. Kommen wir jetzt aber mal zu der Sache mit Reef, denn das wird jetzt unter anderem auch spannend. Dort hatte ich ja gemeint, dass sie ABK, obwohl sie ja gar nicht angesprochen wurde in ABKs Videos, ihn einfach als Hurensohn bezeichnet hat. Ich hatte dazu extra noch in meinem Video angemerkt, dass sie es vielleicht gar nicht so gemeint hat, aber sie hat sich ja auch nicht öffentlich dafür gerechtfertigt oder geäußert, dass sie es gar nicht so ausdrücken wollte. Dementsprechend ist es für mich immer noch eine Beleidigung. Und trotz, dass ich das extra so erwähnt habe. Also sie muss sich quasi dazu äußern, sonst bleibt es einfach dabei. Kamen dann trotzdem Leute und haben gesagt, die hat das doch gar nicht so gemeint. Also fass das doch mal nicht so falsch auf, Alpha Kevin. Das ist völlig schwach, was du hier sagst. Und ich denke mir dabei nur so, habt ihr eigentlich mein Video angeschaut? Weil ich habe genau das gleiche in meinem Video schon erzählt. Jedoch bringt es für mich persönlich keinem etwas, wenn jeder Streamer sagt, dass Reef das nicht so gemeint hat, aber Reef an sich selbst sagt gar nichts dazu. Also sie muss sich doch da äußern und nicht irgendwelche anderen Streamer, um sie zu verteidigen. Und deshalb bleibt diese. Naja, also ich sag mal, das Ding ist halt, wahrscheinlich hat Reefed einfach keinen Bock darauf, von irgendwie auf die ABK-Army oder da generell auf Beef oder sonst irgendwas. So, ja, genau, so Luke Mockridge hat sich doch zum Beispiel auch nicht geäußert. Alpha Kevin, willst du mir jetzt sagen, dass Luke Mockridge sie vergewaltigt hat oder vergewaltigen wollte, weil er sich nicht dazu geäußert hat? So, also im Endeffekt wahrscheinlich, weil ich weiß es nicht, was ich mir aber vorstellen kann, ist, dass sie halt auch einfach keinen Bock drauf hatte, da in so ein Beef reinzurutschen. So, wenn sie sich jetzt hinstellt und sagt, nein, ich habe dich gar nicht beleidigt, dann macht ABK wieder irgendwelche 10 Stories und dann entsteht da so ein, ja, so ein Beef oder dass sie halt Hater bekommt. Und ich kann mir halt vorstellen, dass sie darauf halt einfach keinen Bock hat. Lustigerweise, und das hat ABK tatsächlich gemacht, hat er ja sogar in der Story gesagt, ja, dislike mal die Videos von Reef. Also quasi so geht er mal rüber, ne? Oder ich glaube, er hat sogar gesagt, disliken, weiß ich gar nicht. Ihr seht hier halt auch, die Bewertungen, seitdem er die ABK-Kinder da hingeschickt hat, sind halt übelst wack. So, und ich kann mir halt vorstellen, dass sie halt sowas einfach nicht haben wollte, dass da halt genau sowas entsteht. So. Und er kann halt verstehen, dass sie sich dazu dann nicht weiter geäußert hat. Der Move mit dem Anwalt für mich einfach nur lächerlich, es ist komplett peinlich, weil sie teilt hier ganz klar aus, aber die kann halt nicht einstecken und das finde ich sehr problematisch. Und genau deswegen spreche ich das auch an, weil mich das persönlich einfach abfuckt, dass hier ist ein Meinungsblock-Kanal und dementsprechend sage ich meine ehrliche Meinung dazu. Dass ABK auch die ganze Zeit beleidigt. Ah, merkt euch das mal. Er sagt jetzt, er ist Meinungsblogger, deswegen sagt er seine ehrliche Meinung dazu. Aber wenn ich meine ehrliche Meinung zu Alpha Kevins Video sage, dann geht das gar nicht fit, weil wir ja cool sind. Also ist es als Meinungsblogger nur so lange okay, auch wirklich ehrlich zu sein und seine Meinung zu sagen, bis man mit der Person irgendwie Kontakt hat oder was? Das ist ja so dumm, ey. Darüber brauchen wir gar nicht diskutieren. Das finde ich genauso cringe und unangenehm, wie ihr das wahrscheinlich auch findet. Aber im Gegensatz zu Reef, die ihn auch beleidigt hat, schaltet er nicht den Anwalt ein. Und by the way, nur nochmal zum Verständnis, falls ihr jetzt sagt, ja, du kritisierst ABK nicht öffentlich und so weiter, wie kannst du nur? Ja, das liegt unter anderem daran, dass ich schon sehr lange mit ABK Kontakt habe und ich ihm das auch schon persönlich gesagt habe. Und ich finde auch diese blinde Loyalität oder diese sinnlose Disliken von anderen Videos kommt. Ich weiß nicht, Digga. Also jeder soll ja Kontakt haben, mit wem er möchte, aber mit ganz klar homophoben Personen würde ich jetzt persönlich keinen Kontakt haben. Aber ist ja einfach Kevins Sache. Mir ist es halt egal, aber verstehe ich halt nicht so ganz, um ehrlich zu sein, aber gut. Wird unangenehm. Das habe ich ihm auch gesagt und das sage ich hier auch öffentlich. Aber wenn man gut miteinander ist, dann muss man nicht jede einzelne Aktion in der Öffentlichkeit extra nochmal zur Schau stellen und sagen, wie schlimm das ist und nochmal ordentlich dagegen hetzen. Das macht man nicht, wenn man privat eigentlich. Ach, Digga, das hat doch nichts mit Hetzen zu tun, wenn du jetzt in einem Video sagen würdest, yo, die Aktion von Alpha Kevin war nicht cool. Die Aktion von ABK war nicht cool. Warum redet er denn immer von Hetze? Digga, das ist das dritte Mal.
miteinander cool ist. Und damit kommen wir jetzt direkt mal zu Tim Jacken, aka TJ. Sorry, dass ich die Reaktion von KuchenTV hier jetzt immer mal einspielen muss, aber er war der einzige Streamer, der auf mein Video reagiert hat, zumindest das, was ich mitbekommen habe. Und ich möchte da nochmal einiges richtigstellen. Also ich finde das Video von Alpha Kevin so schlecht, als wenn ich ihn nicht kennen würde, würde ich direkt ein Video gegen ihn machen. So, Digga, ich meine, das habe ich ja auch schon in irgendeiner Reaction gesagt oder sogar in einem KuchenTV-Video. Es ist journalistisch einfach absolut richtig, dass du die Leute, gegen die du quasi ein Video machst, halt nochmal selber um eine Stellungnahme bittest. Junge, warum bist denn du so toxisch gegen mich eingestellt, obwohl wir eigentlich cool miteinander sind? What the fuck? Habe ich irgendwas verpasst? Aber jetzt nochmal zu der Sache. Ja, du hast was verpasst. Ich bin Meinungsblogger und bin einfach ehrlich. Digga, um es in den Worten von Echo Fresh zu sagen, bei 700 Bars... wenn mir ein Song nicht gefällt, ist mir der Schwanz egal. Gönnt euch, Digga. Echo Fresh 700 Bars ist einfach der krasseste Song ever. Ach, KuchenTV wollte mich ja jetzt damit fronten, dass es ja journalistisch komplett korrekt ist, dass TJ eine Sprachnachricht an ABK gesagt hat. Ja, ich meine, wie gesagt, also ich kann halt verstehen, wenn Leute das anders sehen, wenn man jetzt sagt, ey, du bist doch mit Alpha Kevin cool, warum hast du die Reaction so gemacht, blablablub. Also ganz ehrlich, ich kann verstehen, wenn ihr das anders seht, ne? Da ist jeder Mensch einfach unterschiedlich und ich nehme auch an, dass es da halt mehrere Meinungen gibt und dass wahrscheinlich viele auch mein Verhalten nicht cool finden, aber ich sehe es halt wirklich einfach genau so, mir ist es kackegal wirklich, außer jetzt vielleicht so Leute wie Timo, ne, wo man so Best Friends ist oder so, ich würde mich jetzt nicht hinstellen in einer Reaction und auf einen Song von ihnen reagieren und sagen, boah, der ist richtig kacke, zugegeben, ne, da hört's auf, so, aber mit Alpha Kevin, Digga, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal wirklich mit ihm geschrieben habe, also er hat mehr Kontakt mit ABK als mit mir, was mir halt schon, das ist schon traurig ist. So, und mir persönlich ist es halt egal, ob ich mit einer Person auf YouTube cool bin oder nicht. So, ich bin Meinungsblogger, ich bin komplett ehrlich, ich sage meine Meinung und wenn ich der Meinung bin, dass dein Video halt komplett schlecht war und ich darüber ein Video machen würde, wenn wir nicht cool miteinander sind, dann ist es meine Meinung so und dann sage ich die auch. So, dafür bin ich Meinungsblogger. So, und da könnt ihr jetzt sagen, ja, aber ihr seid cool, du darfst sie nicht kritisieren. Ist okay, wenn ihr das so seht, kann ich nachvollziehen, ne, wegen so Loyaldenken und so. Ich persönlich sehe es aber anders. So, und ich habe auch genauso wenig Probleme damit, dass zum Beispiel halt, weiß ich nicht, wenn jetzt ein Alpha Kevin wie da jetzt so ein Video macht, habe ich an sich kein Problem. Klar, er muss natürlich damit rechnen, sage ich mal, dass ich auch ein Video zurückmache, ne. Sind halt Meinungsblogger so, man will sich ja vielleicht nochmal dazu äußern, aber ich belasse es wahrscheinlich bei dem Stream, ne, oder, er muss er natürlich damit rechnen, an sich kann er das machen, so. Und ich finde es, ich finde es ehrlich gesagt so ein bisschen schade auch, wie Alpha Kevin halt damit umgeht, um ehrlich zu sein, weil ich das halt auch sehr kindisch finde, so, weil zum Beispiel Just Nero kritisiere ich eigentlich in jeder Reaction viel, viel mehr. Ich weiß, dass Just Nero einige Reactions gesehen hat, weil er es mir gesagt hat. Ob er jetzt alle gesehen hat, weiß ich nicht. So, aber bei Just Nero, mache ihn jetzt nicht komplett fertig, aber sag halt jedes Mal, ja, der ist mega langweilig, das Video ist schlecht, das und das hat gefehlt, das war schlecht, blablablub. So, und hab dann sogar noch auf Instagram so ein Posting gemacht, wo ich halt auch gesagt habe, ja, Just Nero, privat geiler Typ, aber Videos Müll, jetzt mal so übertrieben gesagt einfach. So, und Just Nero zum Beispiel hat mich dann privat angeschrieben und meinte so, ey, kannst du mir mal Kritik privat geben? So, was soll ich ändern, was stört dich, wäre cool, wenn wir mal darüber reden können. So, und dann habe ich eine Sprachnachricht gemacht, er hat Sprachnachrichten zurückgemacht, ich habe nochmal darüber geredet, so, ja, Müllwald in Anführungsstrichen, ne, also halt, dass ich es kritisch sehe, was, ja, kritisch sehe ich es ja nicht, dass mir die Videos nicht gefallen, sagen wir es so. Und da habe ich ihn auch fertig gemacht und war auch toxisch. Ob ich jetzt genau so toxisch war, sei mal dahingestellt. Die Argumente von Alpha Kevin fand ich schlimmer als von Just Nero so, aber zum Beispiel ist der halt komplett normal damit umgegangen, so, und bei Alpha Kevin, ich habe hier gar kein Problem damit, wenn er zum Beispiel halt ein Video macht. So, aber wir müssen überlegen, er hat am nächsten Tag 15 Stories gemacht, wo er sich darüber abgefuckt hat, wirklich 15. Er hat jetzt ein komplettes Video darüber gemacht und er hat irgendwie im Stream reagiert und dann noch irgendwie eine halbe Stunde über mich geredet. Also, ich weiß nicht, Bro, chill doch mal ein bisschen. So, ja, mir hat dein Video nicht gefallen. Okay, ein, zwei Ausdrucksweisen fandest du zu hart. Aber Digga, also irgendwann ist doch auch mal gut. Also du selber sagst doch, dass wir cool miteinander sind und das alles nice ist. Aber machst halt 15 Instagram-Stories, reagierst drauf, machst dann noch ein Video und sagst dann, dass wir halt cool sind. Also wenn wir so cool miteinander sind, warum reicht dann nicht einfach ein paar Instagram-Stories oder warum reicht nicht auch einfach eine Reaction, so wie ich das gemacht habe? Warum muss es auf jeder Plattform halt so groß getreten werden? So, also muss halt meiner Meinung nach einfach nicht sein. So, da hätte auch eine Reaction gereicht oder nur ein Video oder nur die Storys so. Aber alles so,
wo sind wir dann cool? Gesendet hat, damit sich ABK ja nochmal rechtfertigen kann. Aber ich habe doch gerade eben in meinem Video, bevor er das gesagt hat, das hier gesagt. Okay, stopp, bevor es jetzt einige falsch verstehen und sagen, ist doch voll korrekt, was TJ da macht. Ja, es ist an sich wirklich korrekt, was TJ da macht. Er hat sich ja nochmal gemeldet, es ist alles cool. Ich sage doch... An sich aber auch. Das ist halt so wie, ich habe nichts gegen Ausländer, aber... So, an sich bedeutet ja schon, dass du irgendwas trotzdem daran auszusetzen hast. Also, ist jetzt halt wieder so Kleinkauerei, aber genauso liest man das Video ja dann einfach. So. Selber in meinem eigenen Video. Ich meine, das ist ja quasi genau das gleiche, was Max Emre macht. So, der schreibt ja auch, ja, aber Rang heißt ja VIP und nicht Moderator, wenn ich davon spreche. Du gerade eben gesehen hast, dass die Sprachnachricht von TJ komplett korrekt ist. Ich habe sogar extra danach gesagt, dass die Worte, die von mir kommen, an die Reaktion von ABK gerichtet ist und nicht an das von TJ. Ich wollte bloß eine andere Sichtweise darauf beziehen, weshalb ABK so negativ auf TJs Sprachnachricht reagiert hat. Ja, aber auch das macht doch gar keinen Sinn. Also der Punkt macht überhaupt keinen Sinn, dass oder sagt. Selbst wenn du jetzt sagst, ja okay, du wolltest halt überlegen, warum ABK so reagiert hat. Digga, so zu reagieren, weil man sagt, ja, der will ein Video gegen mich machen und fragt mich nochmal nach einem Statement. Also genau das haben wir ja schon, also hat man ja schon bei ABK an sich kritisiert, denn in dem Video hat er ja das Gleiche eigentlich gesagt. Na, ich soll dir hier noch antworten, wenn du ein Video gegen mich machen möchtest oder was. So, da ich mich noch selber ficke. So, und das macht einfach keinen Sinn, dieser Blickpunkt von ABK, den zu zeigen, davon auszugehen, dass das ein guter Punkt wäre, das zu verteidigen, ist halt schon lost. So, und das ist das, was ich kritisiert habe. Ja, Action im Hintergrund. Hier, Gina klaut meine Sachen. So. Aber weil sich einige über das Verhalten von ABK danach beschwert haben, jetzt immer eine Begründung deswegen, weshalb... Und das ist ja auch der Grund, warum ich halt die Argumente schlecht fand. Ja, du hast gesagt, dass ABK das wahrscheinlich deswegen so gemacht hat. Aber ganz ehrlich, das ist... Also zu sagen, ja, ich gebe jetzt keine Stellungnahme dazu ab, weil der macht ja ein Video gegen mich. Der... Das ist lost. Halb ABK vielleicht so reagiert hat. Also ich sage sogar extra... Das war jetzt aber Absicht, dass Gina reinkommt und erstmal gut sich bei dem Louis Vuitton-Karton in die Kamera hält. Digga, was soll ich sagen? Was soll ich sagen, Jungs? Dann auch öffentlich, dass ich bloß den Blickwinkel von ABK in diesem Video zeigen wollte, weil einige es nicht verstanden haben, dass er so toxisch reagiert hat. Und deswegen werde ich jetzt als Lotshop bezeichnet und bekomme so eine Antwort. Also ich finde das Video von Alpha Kevin so schlecht, als wenn ich ihn nicht kennen würde, würde ich direkt ein Video gegen ihn machen. Ja, weil das hat sich nämlich auch nur auf den einen Punkt bezogen. Gut gemacht, Alpha Kevin. Das war nicht auf die ganze Reaction bis dahin bezogen, sondern nur deswegen. Weil ich mache ja generell immer wegen einem Punkt direkt ein ganzes Video. Also wenn ich jetzt ein Video von KuchenTV scheiße finden würde, dann würde ich das halt ganz normal kritisieren. Und ich würde aber doch jetzt nicht öffentlich sagen, oh Alter, das Video ist so scheiße. Wenn ich dich jetzt nicht kennen würde, dann würde ich direkt auch ein Video gegen dich machen. So scheiße ist das. Bro, ganz ehrlich, ich finde das echt schade. Ich meine, du sagst das vor über 1000 Leuten oder vor über 2000 Leuten. Und fast jeder deiner Zuschauer schreibt auf einmal genau das gleiche rein, was du gerade eben gesagt hast, obwohl du gerade eben meinen Punkt nicht verstanden hast. Aber hier jetzt nochmal ganz aus... Oh Digga, auch das so. Ich meine, er hat sich auch in den Instagram-Stories so darüber aufgeregt, ja, deine Community rennt hier einfach hinterher. Guck mal, die sehen das alle genauso, wenn du das sagst. Digga, guck doch mal in deine Kommentare so. Die sind doch alle genauso jetzt auf deiner Seite. So, es wird halt so hingestellt, und das finde ich auch scheiße von Alpha Kevin, dass er sich da in die Opferrolle stellt, zu sagen, ja, die Community sieht das genauso wie du. Ja, natürlich laufen mir viele Leute hinterher und sehen Dinge wie ich. So, das ist halt klar, weil die Leute mich ja feiern und mich halt wahrscheinlich cool finden. Digga, aber das ist doch bei dir jetzt in den Kommentaren genauso. Da gibt es doch auch viele Leute, die dir einfach blind hinterherlaufen und sich gar keine Gedanken darüber machen. So, und das ist bei jedem anderen auch so. Das ist bei Papa Platte so, das ist bei JF so. Ne, das ist halt bei jedem. Also ich verstehe nicht, wie man sich da in die Opferrolle stellen kann. Und der einzige Grund, warum er sich halt beschwert, ist, weil er es halt abbekommt. So, weil er in den Chat geguckt hat und sieht, die Leute kritisieren ihn. Ja, das sind die Kuchen-TV-Mitläufer, weil keiner objektiv guckt. Digga, keine Community ist objektiv. Ich kenne keine Community auf YouTube, die wirklich objektiv ist, die auch ins Stream reingeht und dann sagt, das sehe ich jetzt aber nicht so. Okay, bei mir ist das sogar teilweise so, ne, sehen wir jetzt auch in der Reaction, aber natürlich sind die meisten auf meiner Seite, das ist ja auch klar. So, und vielleicht habe nicht nur ich deinen Punkt nicht verstanden, sondern vielleicht mein Chat einfach auch nicht und vielleicht war es halt, haben die halt mehr gefühlt, was ich dazu gesagt habe. So, also das ist halt...
Ausdrücklich zum Verständnis für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben. Ich finde es korrekt, dass TJ eine Sprachnachricht an ABK gesendet hat. Damit hätte sich ABK nochmal rechtfertigen können oder sich nochmal äußern können zu den neuen Dingen, die passiert sind. Ich hoffe, ihr habt jetzt wirklich diesen Punkt verstanden, denn ich hatte gar nicht dagegen irgendwie gesprochen, dass er da journalistisch nicht korrekt gearbeitet hat. Machen wir jetzt aber mal weiter mit dem nächsten Punkt. Da waren nämlich auch nochmal einige Tims Meinung und ich möchte nochmal kurz Stellung dazu beziehen. Nur nochmal so zum Kontext. Es ging darum, dass Neek ja einen Tweet veröffentlicht hat, wo er gegen ABK geschossen hat, beziehungsweise wo er gesagt hat, man soll ABK einfach ignorieren. Connected sind, dann lassen sie Reefed halt mal einfach außen vor und sagen einfach, dass ABK ja grundlos Reefed beleidigt. Ich meine, das Ding ist, Alpha Kevin stellt es jetzt so hin, als wenn Reefed angefangen hat, sie zu beleidigen. Das Ding ist aber, wenn man den Kontext hat, kann man ja zumindest darauf kommen, ich persönlich sehe es auch anders, aber kann man ja zumindest darauf kommen, dass sie ihn halt nicht als Hurensohn sein, also ihn nicht persönlich meinte damit, sondern halt anders. Das heißt, Alpha Kevin lässt wichtige Informationen weg, um quasi ABK halt in dem Fall zu schützen und da Reef zu fronten. Und beschwert sich darüber, dass andere YouTuber quasi das, was Reef gemacht hat, ignorieren, um ABK zu fronten. Also beide Seiten lassen halt Informationen weg. Bei Alpha Kevin ist es okay, bei Neek und so weiter ist es das Schlimmste der Welt. Also verstehe ich halt einfach nicht. Wie gesagt, ich sehe es auch so, dass Reef da beleidigt hat immer noch, aber es gibt ja trotzdem halt viele, die halt sagen, ja, mit dem Kontext und so weiter ist es was anderes. Hat ja sogar meine Freundin gesagt. Also ich weiß nicht, ich finde das einfach wack von Alpha Kevin, um ehrlich zu sein. Ich verstehe das gerade wirklich nicht. Entweder stehe ich auf dem Schlauch oder er hat gerade eben sich selbst widersprochen. Du sagst ja gerade selber, dass du das auch so siehst, dass Reefed ABK beleidigt hat. Und in meinem Punkt ging es ja nur darum, dass Reefed ABK beleidigt hat. Und zum Schluss findest du meine Worte schwach, weil deine Freundin das im Kontext betrachtet hat? Was? Bin ich jetzt Brain AFK? Vielleicht muss ich doch ein Video machen. Mal gucken, Alter. Digga, guck mal. Das Ding ist, du zeigst ohne Kontext einen Stream-Ausschnitt, der so runtergebrochen ist, dass sie wirklich nur sagt, ja, was hast du studiert, Hurensohn sein. Vorher ist sie aber generell auf diese ganze Hurensohn-Thematik und so weiter nochmal eingegangen und hat sich halt generell länger dazu geäußert. Das war ja nicht nur dieser eine Satz. Und wenn du natürlich nur diesen einen Satz siehst, dann gehst du natürlich sowieso davon aus, dass sie beleidigt hat. Wenn du den ganzen Kontext hast, kannst du aber durchaus davon ausgehen, dass Reefed sie eben nicht, ihn nicht beleidigt hat, sondern was anderes damit aussagen wollte. Es geht darum, und das machst du öfter in so vielen Videos, dass du absichtlich den Kontext weglässt, dass du es so kurz schneidest wie möglich, nur damit deine Meinung bestätigt ist. Und das mit meiner Freundin war einfach nur, also sollte einfach nur nochmal zeigen, dass es halt zwei Meinungen bei dem Thema gibt. Es gibt ja viele Leute, halt, die sagen, Reefed hat nicht beleidigt, weil du das im Kontext betrachten musst. Dann zeig doch diesen Kontext, damit die Leute sich eine normale Meinung dazu bilden können. Du beschwerst dich doch darüber, dass die Leute Informationen weglassen und halt nur Reefed, nur ABK dafür fronten, dass er Reefed beleidigt hat, obwohl du selber genau das Gleiche machst. Du lässt den Kontext weg, warum etwas gesagt worden ist, genauso wie Neek das gemacht hat. Es geht um diese Doppelmoral. Oder macht das absolut keinen Sinn? Ich meine, das ändert doch nichts daran, dass ich es genauso sehe wie Tim, dass Reefed ABK beleidigt hat und daraufhin hat dann ABK Reefed beleidigt. Darum ging es mir ja. Und die ganze Sache mit dem Kontext... Ja, ich habe gesagt, es macht keinen Unterschied. Meiner Meinung nach hat Reefed trotzdem beleidigt. Aber es gibt doch super viele Leute, die mit dem Kontext sagen, dass sie nicht beleidigt hat. Und diese Meinungsbildung lässt du einfach weg, indem du nur die Information postest, die dir was bringen. Kontext ist ja im Prinzip hinfällig, wenn Reefed sich ja nicht dazu äußert. Hätte sie jetzt endlich mal ein Statement abgegeben, dann würde ja jeder darüber vielleicht anders denken. Da wäre der Punkt auch gar nicht mehr so relevant. Aber so wie es jetzt ist, ist es doch einfach schwach von Reefed, muss man doch einfach sagen. Wie gesagt, ich persönlich habe auch gar nichts gegen Tim und ich denke auch... So, und ich meine, keine Ahnung, auch das Ding zum Beispiel, dass er jetzt sagt, ja, bei Reefed ist das allen wieder egal, aber ABK ist der Schlimmste, wenn er das macht. Digga, also, dass Reefed beleidigt hat, also auch meiner Meinung nach, auch wenn das halt Leute anders sehen, ist natürlich erstmal die Sache, dass es da halt zwei Meinungen gibt. Aber selbst die Leute, die sagen, ja, Reefed hat beleidigt, das finden die Leute ja auch nicht okay. Ich glaube, Neek hat ja sogar darunter auch kommentiert gehabt, dass er das auch nicht cool fand, nachdem Montana Black da kommentiert hat. Ja, also so viel auf jeden Fall schon mal dazu. Das Ding ist halt auch, natürlich sehen die Leute das bei ABK schlimmer als bei Reefed. Fassen wir mal zusammen. Was hat Reefed bisher Negatives gemacht? Sie hat jetzt ABK als Hurensohn beleidigt, vielleicht. Aber sagen wir mal, hat sie gemacht, weil sie sich dumm geäußert hat. Okay, dann hat sie jetzt einen Fehler gemacht, geht gar nicht fit, gar keine Frage. Was hat ABK alles schon gemacht? Er ist in vielen Videos homophob,
schickt seine ABK-Army zu irgendwelchen Streamern und da zu disliken. Er sagt sogar indirekt, dass die Leute beleidigen sollen, dass er es feiert, wenn sie in irgendwelche DMs leiden, womit er ja auch, Morddrohungen und sowas ja quasi schon gut redet, weil er genau weiß, was seine Community schreibt. Es gibt genug Videos, die er auch safe gesehen hat, wo genau diese Kommentare zusammengefasst werden. So, er beleidigt in jedem Video mehrfach, geht nur auf Äußerlichkeiten. Ja, das sind auf jeden Fall so die Hauptpunkte. Gibt bestimmt noch was anderes so. Es ist doch klar, dass wenn ABK jetzt noch mal beleidigt, dass das schlimmer gesehen wird, als wenn das dein erster Fehler ist. Einmal ist kein Mal, aber zweimal ist einmal zu viel. Jeder Lehrer immer. So, und deswegen ist es doch klar, dass man Reeved da noch deutlich mehr verteidigt, als man es zum Beispiel bei ABK macht, weil das ABK so oft macht und der so viele falsche Aktionen bringt, so, das ist ja, dass er natürlich da schlimmer gelesen wird. So, und ich glaube, das versteht auch ein Alpha-Kevin einfach nicht, weil er auch da wieder einfach zwei Sachen einzeln betrachtet, ohne ein bisschen in die Tiefe zu gehen. Und das ist genau die Kritik, die ich an ihm habe, dass er sich kaum Mühe für seine Videos gibt. Tim hat nichts gegen mich. Allerdings will ich jetzt hier nochmal ganz kurz anmerken, dass man nicht so toxisch auf den YouTube-Kollegen reagieren muss. Weil wenn man sich jetzt einfach mal seinen Twitch-Chat ansieht, dann sieht man einfach, wie negativ seine Zuschauer gegen mich eingestellt sind, obwohl wir eigentlich... Digga, das ist doch bei dir im Chat genau das Gleiche. Halt doch dein Maul, ey. Oh Junge, diese Opferrolle, die sind so negativ eingestellt, Digga, ja, die sind bei dir genauso gegen jeden negativ eingestellt, gegen den du eine Reaction machst oder wo du kritisch drauf eingehst, Digga, es ist, oh, Mann, ey. Nicht mega gut miteinander sind, schließlich wollen... Und ich meine, keine Ahnung, hat da jetzt irgendjemand beleidigt so, dann könnte man sagen, ja, okay, scheiße, was ein Quatsch. Du versuchst, den Kampf gegen ABK zu fronten, ist sogar positiv für ihn, Lost, weiß man gar nicht, wer gemeint ist. Wer ist größer abgestürzt, Alpha Kevin oder Just Nero? Ist wahrscheinlich sogar eine Joke-Frage. Also nichts von den Kommentaren, die er da eingeblendet hat, ist auch noch gegen Alpha Kevin. So, also, Junge, warum bist du sauer? Ich hasse einfach dieses Argument zu sagen, der ganze Chat ist auf deiner Seite. So, wenn er jetzt sagen würde, ja, die beleidigen mich alle, ja klar, das geht halt gar nicht, Witz, aber es ist doch klar. Also keiner ist objektiv, keiner guckt hier diesen Stream wahrscheinlich und denkt sich so, oh, ich bilde mir jetzt ganz objektiv meine Meinung. Natürlich finden die Leute mich schon besser, sonst wären sie ja nicht bei mir im Chat. Der Golden Tiger, Alter, feiere ich den Namen. So, ich hasse einfach, also das ist halt einfach nur so dieses typische, ja, ich dränge mich jetzt in die Opferrolle und sag, wie doof die Community des anderen zu mir ist. So, und das ist halt einfach kein Argument. Und weiß ich nicht, von Alpha Kevin erwarte ich da auch mehr, um ehrlich zu sein. Schließlich wollen wir doch als Meinungsblogger-Kollegen uns nicht auseinander... Digga, Marvin California, wenn du nicht gleich eine Kanalzerstörung abbekommen willst, dann nimmst du den Kommentar jetzt aber sofort zurück, ist erstmal klar. Sonst Schluss hier, Digga. Junge, sonst fahre ich morgen per Privatjet nach Amerika, wo auch immer du bist, und dann finde ich dich, Mann. Unternehmen am besten noch Beef starten oder die Communities aufeinander hetzen. Das ist doch absolut nicht... Ich war letzte Woche Bizeps trainieren. Halt dich zurück, mein Freund. Ja, ich habe Bizeps Curls 8 Kilo gehoben. Das sind nur ein Zweck und ich finde mit Tim finde ich besser als Kevin, habe ich schon immer gesagt. Da will ich auch hoffen. Meine Güte. Der Reaktion, die Tim dort teilweise zeigt, bewirkt ja genau das. Also ich persönlich finde, wenn man schon auf einen YouTube-Kollegen reagiert, dann sollte das wenigstens ein halbwegs konstruktives Argumentieren sein und man gibt gegeben... Doch, war's doch trotzdem, Digga. Du hast die drei schlechten Punkte oder du hast drei Punkte rausgesucht, wo ich tatsächlich ein bisschen toxisch war, weil das ganze Video mich einfach getriggert hat. Und dann sagst du, oh, ja, der ist hier aber nur toxisch gewesen, argumentiert auch mal vernünftig. Ja, wie denn, wenn du alles rauslässt? Jedenfalls auch Tipps mit, aber das ist halt einfach nur sinnloses, toxisches Verhalten, finde ich. Und ich verstehe natürlich auch die anderen Ansichten und bin da auch sehr dankbar, wenn andere Ansichten in die Kommentare geschrieben werden, weil ich möchte natürlich auch nicht nur eine Sichtweise haben und dann die ganze Zeit nur stur meiner eigenen Sichtweise hinterherrennen. Deswegen... Liebe geht raus an euch, dadurch kann ich mich halt auch nochmal besser reflektieren. Kuss, wirklich an der Stelle. Ich hoffe einfach, dass euch das Video nochmal ein bisschen gezeigt hat, was ich eigentlich mit meinem ersten Video gemeint habe. Und wenn euch das Video zufälligerweise zugesagt hat oder es hat euch gefallen, dann lasst gerne ein Like oder auch einen Kommentar da. Wofür nicht Tim toxisch auf Alpha Kevins Video reacted? Warte mal, ich hab's falsch, glaube ich, falsch gesagt, oder? Dein Satz macht keinen Sinn. Wo finde ich das, wo Tim toxisch auf Alpha Kevins Video reacted? Ja, hier bei, mein letzter Stream war das, glaube ich, sogar, ne? Entweder da oder... Vielleicht nächste Woche auf YouTube. Ich würde mich freuen. Und damit ihr jetzt nochmal sehr ordentlich abcringen könnt, lese ich euch noch eine... Ja, vielleicht mache ich doch ein Video, Digga. Das hat mich schon wieder so krass getriggert. Also ich habe das ja, wie gesagt, einmal gesehen. Da dachte ich so, ja, okay, mach doch kein Video. Aber jetzt denke ich mir halt wieder so, ey, das ist halt... Es ist halt einfach nur in die Opferrolle stellen. Er versteht einfach viele Punkte sehr nicht unlustig. So. Da will ich das selber auch nochmal klarstellen. Witz von euch vor. Schlechter Witz. Kindergarten, wenn du machst. Ja, aber mit Geld. Was ist das Gegenteil von Katalog? Katar sagte die Wahrheit.